Da wären wir, meine Lieben, vierter Spieltag, Fußball-Bundesliga vom allerfeinsten, die KSC Boys am Start. Ach, wird das schön. Das wird so richtig schön, wird das. Karlsruhe gegen Freiburg, zu Hause mit unserer B11, beziehungsweise wir haben ein bisschen gewechselt. Ach, den Mehempe hätte ich noch einwechseln können. Kann ich ja eine Halbzeitpause machen, den anderen Keeper. Also wir müssen ja so ein bisschen die Jungs auch schonen, damit die nicht zu viele Einsätze haben. Ansonsten fällt mir nicht viel ein, was gegen Freiburg zu sagen bleibt. Wir haben 7 Punkte. Sehen wir die Tabelle auch nochmal? Sehen wir gleich. Mal drauf achten, ob die Tabelle noch angezeigt wird. So, ihr seht, Melero ist heute mal drin. Mununga ist heute mal drin. Also sind schon ein paar Knallkörper, die sonst nicht so drin sind. Nee, Tabelle zeigt noch nicht an, ist viel zu früh. Wir haben, glaube ich, 7 Punkte müssten wir haben. 2 Siege, ein Unentschieden. Jetzt heute müssen wir es auch nochmal reißen. Gegen Freiburg. Boah, da geht was. Was ist denn jetzt? Ajo, faul. So. Boah. Aber man sieht schon, die haben eine ganz andere Ballkontrolle, die wir heute eingewechselt haben, die Jungs. Das ist Mununga. Den haben wir auch frisch geholt. Abseits. Gut gemacht von unserer Defensive, dass die den da ratzfahrt, dass die aufrücken. Guck jetzt. Jetzt. Ah, stehen bleibt da, ja. Die Frage, ne? Was gewollt oder wer ist da zum Problem geworden? So, sehr schön. Sehr schön. Das ist Kurzpassspiel. So muss das aussehen. Ah, der kommt aber nicht durch, oder? Oh. Jawohl. Jawohl. Jetzt geht doch mal von Hagen. Unten ist Platz wie Sau. Oh! Das war sogar ein Torschuss. Das sollte eigentlich eine Flanke werden. Ja, eine verkommene Flanke wird dann noch gefährlich. Also die laufen hier wirklich sehr zügig am Ball vorbei, unsere Jungs jetzt. Man merkt schon, wenn andere auf dem Platz sind. Das ist echt geil gemacht. Also man mag es nicht glauben, aber es ist schon ein Unterschied. Ah, Mist, komm schon. Jawohl. Und Konter. Ja, jawohl! Wieder Nibile! Alter! Was mache ich? Was ist das? Warum mache ich so einen Scheiß? Oh, fuck. Aber der Rest ist auch zu langsam nachgerückt. Aber Nibile kann so ein bisschen der Star werden in unserem Kader. Also mit Williams zusammen und so. Da sind noch ein paar Klappspieler, die richtig stark unterwegs sind. So. Schön. Oh. Na los. Oh. Wenn ich ja mal rankommen würde, ne? An die Bälle. Jawohl. Beinschuss. Naja, fast. Sehr gut. Oh. Was mache ich? Ah, ist halt, das ist ein bisschen saudoof jetzt, ne? Komm schon, Jungs. Nach vorne, ein bisschen aufrücken, damit er weit spielen muss. Dann habe ich mehr Chancen, den Ball wieder direkt zu erobern. So, genau. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh, dann so ein Fehlpass in die Spitze. Vorsicht. Die können auch Fußball spielen, wenn sie wollen. Jawohl, Jungs. Jawohl. Jawohl, ein bisschen stören. Immer drauf auf die Knochen. Oh, stark. Na los. Ah, kriegt er, ne? Yo. Aber den kriegt er nicht. Na los. Oh, Mist. Ich wollte dich eigentlich weiterspielen. Noch eins weiter. Noch eine Station. Nicht hier vorne auf Nimile, sondern noch eins weiter oben drüber. Mist. Ärgert mich das jetzt schon wieder. Wie die Pest. Jawohl. Überzeugendes Kopfballspiel. Super. Super. Oh, wieder abseits. Oh, Mann. Wie viel war es denn abseits? Na, diesmal war es deutlich. Jo, diesmal war es ein bisschen zu deutlich. Und wieder. Kopfball, los. Schön. Jetzt aber. Jetzt aber. So. Oh, wieder den Keeper zusammengedroschen. Ich werde verrückt. Warum kriege ich den Ball nicht rein? Was ist denn heute los? Also heute fehlt es ein bisschen an der Effektivität. Wir sind stärker. Wir machen hier ganz klar das Spiel. Zumindest jetzt noch.
Guck mal, wie einfach. Und jetzt hauen rein, Mann! Oh, das gibt's doch nicht! Was ist denn das heute hier? Guck mal, wie einfach wieder die Abwehr umspielen von Freiburg. Die haben ja gar keine Chance. Dann jetzt so! Oh, wer springt da vorbei? Gibt doch einmal für Freiburg, oder? Ah, jo. Was für ein Scheiß! Was machen die denn? Die spielen ja echt nicht gut, ne? Ah, Mist. Hinterher, los, hinterher da. Los, 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 los. Stören, stören, jawohl. Da sind wir schon wieder. Wie ich da drauf gehe, ne? Aber du musst ja auch so. So musst du spielen. Immer schön pressen. Nicht lange rumeiern. Ah, Mist. Jetzt vielleicht, ne? Reicht nicht. Vorsicht. Jawohl, sehr schön. Und Abfahrt. Krieg ich den diesmal? Nee. Oh, Mist. Fehlpass. Jawohl. Na los, ran da, Mädels. Was macht ihr denn? Oh, Gottes Willen. Gott sei Dank können die nicht schießen. Aber ich habe eben auch wirklich, also richtig bescheuert verteidigt. Also komplett herschenken muss man es jetzt auch nicht. Mann, wir waren doch besser die ganze Zeit. Was ist denn jetzt los? Jetzt ziehen sie wieder an. Scheiße. Shit, shit, shit. Sehr schön. So. Jawohl. Ja, da mussten auch mitnehmen. Wenn du schon so den Ball spielst. Aloch. Vorsicht. Jawohl. Ecke. Egal. Ah, Mist, ey. Wir haben echt, wir haben die erste, also die erste Hälfte der ersten Halbzeit haben wir absolut das bessere Spiel gemacht. Und jetzt wird es einfach zu fahrlässig in vielen Ecken. Es ging wohl ein bisschen zu einfach. Ich habe mir es ein bisschen zu einfach vorgestellt jetzt zum Schluss. Auch mit den Spielzügen, die ich da fabriziert habe. So. Ah, oh, dann pass ihn doch. So. Ab, kein Abseits. Na los. Ah, spielt er wieder feige dahin zurück. Okay, erstmal Halbzeit. Also, muss ich ganz klar sagen, also wir waren streckenweise besser. Dann haben wir es doch ein bisschen schleifen lassen. Oder ich habe schleifen lassen. Wo ansetzen? Ja, wir werden auf jeden Fall mal unseren Spielmacher bringen. Ja, der muss rein. Ich merke schon, das ist ohne den... Sieht schon ein bisschen komisch aus. Hinten ist eigentlich in Ordnung. Fitness geht auch noch. Aber den brauchen wir jetzt. Also. Williams. Geh Williams, liebe Leute. Er kommt in der zweiten Halbzeit. Mal gucken, ob er so ein belebender Faktor sein kann. Ich denke mal schon. Mit seiner Stärke, ne? Nazarov. Sehr schön. Knasmüller. Knasmüller. Müller ist der. Oh, da ist er schon. Oh, Fehlpass. Nochmal, Williams. Ja, oh, Fehlpass. Was ist denn los jetzt hier? Schwertfeger. Ja, ich finde keinen Ansatz. Guck mal. Abseits. Scheiße. Schieß den scheiß Ball weg. Das habe ich schon gesehen, wo ich gepasst habe. War dumm. Also... Man auch den Ballbesitz herschenken, ne? So, jetzt. Jetzt, was Schnelles. Auf geht's. Williams. Und Schuss. Naja, zumindest mal ein Abschluss. Wie der sich den Ball schnell vorlegt, ne? Geil, der macht so Bock, der Kerl. Jawohl, das ist Williams. Ja, jetzt muss man ein bisschen schneller werden. Komm schon. Los, lauf. Jawohl. Lasse alle stehen. Und da hinten. Da ist es. Ah, oh, fuck, ey. Latte. Ich werd nicht mehr. Scheiße. Was für ein schöner. Was für eine schöne Vorlage. Aber wirklich vom Allerfeinsten. Na los. Ball holen.
ey. Na los, ran da! Was treibt ihr? Oh Gottes Willen! Was ein Durcheinander da hinten! Mist! Oh, an die Latte hat er sie gegen gepfeffert, ey. So blöd. Van Hagen, in Ordnung. Ah, da ist keiner. Shit. Williams. Oh! Oh! Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Also jetzt war... Klaus heißt er. Antanasiadis Klaus. Scheiße. Scheiße, wie einfach. Das sind normal meine Spielzüge so. Okay, wir müssen nochmal wechseln. Ah, oh, Nazarov, der kommt dieses Jahr nicht so richtig rein, ne? Man hätte ja auch reinmachen können, dann hätte es ja 1-0 gestanden. Dann sieht es ja alles ein bisschen anders aus. Alibas, so. Versuche nochmal ein bisschen das wieder zu retten. Man kann nicht, ich glaube, das ist auch ein Fehler von mir, man darf nicht mit der B11 losziehen. Die darf man nur punktuell einwechseln, aber nicht so breit, wie ich es diesmal gemacht habe. Das ist zu fahrlässig. Gerade gegen solche Mannschaften müssen wir eigentlich unsere Punkte holen. Gegen die anderen erwartet keiner was, aber hier, das wäre sehr wichtig, wenn wir hier die Punkte holen. So, Nimile. Na los, Junge Keule, na los, ist doch dein Ding hier. Jawohl. 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 Und er schießt wieder irgendjemanden an. Das ist doch scheiße. Oh, fuck. Wie viele Chancen brauche ich heute? Das ist doch kein Wunder, dass nichts geht. Meine Fresse. Da hinten ist Platz. Na los! Oh nein, das gibt's nicht! Oh, das ist doch nicht wahr, oder? Das ist nicht wahr! An den Pfosten! Oh nee, oder? Das ist nicht euer Ernst. Oh, und wieder jemand angeschossen. Na los, hol dir den Ball, jawohl. Jawohl, Williams. Oh, das ist kein Schuss. Das reicht nicht. Ach, scheiße, ey, scheiße. Das ist ärgerlich, das ist wirklich ärgerlich, weil wir ganz klar die bessere Mannschaft waren. Also an so vielen Stellen. Jawohl! Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Guck. Scheiß Spielzug. Balleroberung super, aber dann zu hektisch abgeschlossen nach vorne. Die spielen ja nicht wirklich super, aber ja, die haben sonst eiskalt reingehauen, ne? So, jetzt. Na los, aber da muss er schneller sein, ne? Das ist das Problem. Ist er aber nicht. Na? Reicht das mal? Das reicht doch auch nicht. Ich kann nicht nach außen spielen. Ich muss immer durch die Mitte. Jetzt! Nijie! Na los, bring ihn in die Mitte mal! Oder irgendwas! Scheiße! Und jetzt habe ich keine Ahnung, was ich dann... Ne? Weil die nicht halt so, die sind halt nicht so stark im Dribbeln oder so. Jawohl. Na los! Oh! Da hat doch nicht viel gefehlt. Scheiße, Williams. Klasse Schuss. War wirklich gut. Und schnell auch abgeschlossen. Aber dann... Oh, ein Zentimeter. Das kann wirklich auf die Moral gehen, ne? Wenn du wirklich so gut spielst und dann nur Pfosten und Latte und... jetzt komme ich mir gerade ein bisschen vor wie Nürnberg. Die vom Pech verfolgten. Scheiße. Gibt's hier Freischuss für uns oder Einwurf für uns? Ich weiß nicht, immer das 89. Ne? Wenn noch überhaupt ein Ausgleich. Aber da muss jetzt hier ein Spielzug kommen vom Allerfeinsten. Nicht mehr so lange rumeiern jetzt, ne? Ich weiß. Ach, wieder einer. Seht ihr das? Und immer steht einer zwischendrin. Scheiße. Jo, ist halt so. Ist halt so, muss man mal durch. Lernt man draus, aber verlieren wir gegen Freiburg zu Hause. Also, für mich ganz lehrreich war es.
Wir waren trotzdem noch besser. Wenn ich jetzt sage, okay, man darf nicht die B11 aufstellen, stimmt's auch in der Form nicht, weil die waren ja gut. Die waren wirklich gut. Problem war bloß, dass wir die Chancen nicht reingemacht haben, die wir gekriegt haben. Das war das Problem. Nichts anderes. So, Melero. Gulde wieder rein. Williams rein. NGE auf rechts würde ich vielleicht sogar mal lassen. Alibas. Wo ist Jabo? Jo, Jabo muss rein. Da geht nichts drüber. Van Hagen kann dann raus. Der war auch nicht schlecht. Meine Fresse. Krebs auf jeden Fall für Mununga. Und Mauersberger. Wie haben wir mit Röcker? Wo ist denn der Röcker? Ah, der ist auch draußen. Van Hagen. Für Petkovic mal. Ich würde ganz gerne mal Röcker reinnehmen heute trotzdem. Weil der hat letztes Jahr Stamm gespielt. Den jetzt komplett außen vor lassen, wäre, glaube ich, der falsche Weg. Also, Benedikt Röcker mal drin im nächsten Spiel. In Ordnung. Scheiße. So, jetzt gibt es noch Transferende hier. Stuttgart verhandelt mit Norwich City über Van Muswinkel. Seht ihr? Geil. Ricky back in business. Geile Sache. Jo, oh, Nationalteam. Das ist auch blöd. Spiele abgestellt, oder? Ist richtig gelesen. So. Ja, wir haben ja kein Geld mehr. Wir brauchen da gar nicht rumwarten. Wir können hier mal ein bisschen Gas geben. Los. Bisschen schneller wäre schön. Dauert auch ein bisschen über lang. Da kann man es nicht überspringen. Moment, ich guck mal. Das nervt mich ja. E-Mail, B, speichern. Jo, geht bloß immer nur weiter, weiter, weiter. Die Stunden, dass man doch noch groß rumhandeln würde, ne? Macht doch keiner. So, 106 Millionen Gesamtausgaben heute. Ja, nee, ist klar, oder? Und wir haben nur so wenig Geld, ne? Ich meine, wir spielen auch jetzt in der ersten Liga. Na, vielleicht haben wir ja nächstes Jahr ein bisschen mehr. Ja, aber es ist schon auffällig, ne? Mit wenig Geld wir arbeiten müssen. Ja, zumindest haben wir ein paar... Wir haben mal richtig gute Spieler verpflichtet, das ist nicht das Problem. So, weiter. Dann gegen Schalke, so. Abgestellte Spieler. Mempe, Mero und Becerano. Mempe für Finnland. Mero für Finnland, aha. Und Becerano für Bolivien. Das wäre Italiener. Letzte Frist für Transfers abgelaufen. Pressekonferenz können wir noch machen. Wir sagen Karlsruhe motivieren. Jetzt gegen Schalke, Alter. Spielen wir mal wieder auswärts? Ich glaube bald, oder? Wir gucken mal. Spielen wir... Gast gegen Schalke 04. Ja, wir spielen auf Schalke. Sehr schön. Also, wo sind wir denn jetzt mit unseren 7 Punkten? Auf Platz 5. Mensch, ist doch in Ordnung. Was will ich mehr? 7 Punkte. Heute gewinnen wir gegen Schalke, dann haben wir 10. So kann es weitergehen. Bis gleich, liebe Leute, in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.